Die Coca-Cola-Formel gilt als eines der bestgehüteten Geheimnisse unserer Zeit. Und das kann für Kate Rich und Cale Brandon gerne auch so bleiben. Denn die Freundinnen aus dem südenglischen Bristol brauen ihre eigene Version der dunklen Brause. Das Rezept für Cube Cola veröffentlichen sie unter derselben Lizenz wie freie Software. Das heißt, Kopien und Variationen der Cola sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Rich freut sich, dass sie jetzt in ihrer Kinobar endlich Whisky Cola mit gutem Gewissen ausschenken kann. Wenn man erst einmal verstanden hat, wie einfach es ist, Coca-Cola zu ersetzen, muss man auch nicht mehr raus und protestieren gehen, die Marke boykottieren oder an Märschen gegen die Umweltzerstörung teilnehmen, für die Coke verantwortlich ist. Die Cube Cola zeigt, aus dem Open-Source-Gedanken ist eine soziale Bewegung entstanden. Längst geht es nicht mehr nur um Software. Auch Wissen und seit neuestem Nahrungsmittel wollen die Aktivisten von der Macht der Konzerne befreien. Jeder weiß, was ein Rezept ist. Wenn wir den Menschen sagen, dass wir sogar ein Rezept für Coca-Cola haben, dann verstehen sie das. Auf die Art kann man gut erklären, wie Open-Source-Software dabei geholfen hat, das alte Microsoft-Denken aufzubrechen. 7 ätherische Öle geben der Cola den typischen Geschmack. An der richtigen Mischung tüfteln Brandon und Rich 2 Jahre lang. Heute verkaufen sie ihr Cola-Konzentrat in die ganze Welt. Über 20 Flaschen im Monat. Nur den Zuckersirup zum Mischen muss der Käufer selbst kochen. Dann sehen sie erst, wie viel Zucker das ist. Die Leute sind meistens ziemlich schockiert, wenn sie das einmal vor Augen haben. Man löst 1,5 Kilo Zucker in 750 Milliliter Wasser auf. Das ist eine Menge. Stefan Becker-Sonnenschein vom Verband Die Lebensmittelwirtschaft ist skeptisch. Do-it-yourself-Lebensmittelhersteller wie Cube Cola könnten von der strengen Gesetzgebung schnell überfordert sein. Und ohne geschützte Patente und Marken geht in der Lebensmittelindustrie sowieso überhaupt nichts. Es gibt ja nichts, was man am Ende schützen kann. Also eine gefüllte Paprika mit einem bestimmten Gewürz verfeinert, ist nicht etwas, wo ich jetzt sagen kann, da möchte ich einen Schutz, einen Patentschutz, einen Rezeptschutz oder sowas drauf haben. Aber genau weil viele Menschen ihr Wissen lieber teilen, als es schützen zu lassen, sind Rezeptplattformen im Internet so erfolgreich. Und nur deshalb kann die Open-Source-Aktivistin Lenara Wirl auf die Erfahrungen von Millionen anderer Bäcker zurückgreifen, wenn sie Schokokekse backt. Für sie ein gutes Argument, warum sich die Lebensmittelbranche öffnen sollte. Ich finde, der größte Vorteil liegt darin, dass man so ganz viele verschiedene Leute und ganz viel Wissen zusammenbekommt. Gemeinsam kann man doch viel mehr erreichen als ein einziger Spezialist, der nur für eine Firma arbeitet. Aber Open-Source-Essen ist nicht aufs Kochen und Backen begrenzt. Hobbygärtner etwa treffen sich bei sogenannten Samentauschbörsen, um vom Aussterben bedrohte Pflanzensorten zu retten und gemeinsam neue Sorten zu entwickeln. Doch neu gezüchtete Pflanzensorten gelten als geistiges Eigentum. Und jetzt erklären die Saatguthersteller, dass man ihre Samen nicht aufbewahren darf, weil das Diebstahl sei. Ich finde, es ist genau umgekehrt. Diese Firmen stehlen von uns. Denn Patente zum Beispiel auf ein Brokkoli-Genom schaffen Abhängigkeit von der Industrie. Ein Zustand, den die Lebensmittelretter beenden wollen. Noch agiert diese Bewegung in der Nische. Und Unternehmen wie Coca-Cola reagieren eher gelassen auf die Open-Source-Konkurrenz. Ein Journalist hat Coke mal angerufen und um ein Zitat gebeten und sie sagten, es kann nur eine Coca-Cola geben. Also für die sind wir nur ein kleines Insekt auf dem Boden. Wir sind keine Gefahr. Dieses Selbstbewusstsein liegt sicher auch am Geschmack der Cube Cola. Kardamom, Zimt und Lavendel sind für den Durchschnitts-Cola-Trinker vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Aber der Getränkemulti aus Atlanta hat einen weiteren Vorteil. Eine globale Kundenbasis, die lieber einfach zum Kühlschrank geht und sich eine Flasche aufmacht, als sich den Koffeinkick erst selbst anzumischen.